Clint Eastwood zeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört in Gran Torino. Hey, komm her, Süße. Hör auf! Lass mich los! Was glotzt du so, Alter? Es gibt Leute, mit denen man sich besser nicht anlegen sollte. Schon mal aufgefallen? So einer bin ich. Mann, du spinnst doch. Hau ab, Mann. Dad, du hast dein Leben lang schwer geschuftet. Du könntest langsam mal dran denken, ein bisschen kürzer zu treten. Diese Heime sind nicht so, wie du sie dir vorstellst. Nein, die nein. Sind toll. Da ist es schön. Uns an seinem Geburtstag rauszuwerfen. Ich wusste, es ist keine gute Idee. Das müssen die Chinesen auch unbedingt in die Gegend hier ziehen. Dorothy hat ausdrücklich erwähnt, dass sie sich wünscht, dass sie zur Beichte gehen. Dann beichte ich ihnen, dass ich nicht wünsche, zur Beichte zu gehen. Zu dem Knaben, der es seit kurzem Priester ist. Von meinem Rasen. Hey, pass bloß auf, du. Gehen wir. Danke. Ich habe gehört, es gab hier Ärger in der Nachbarschaft. Wieso haben sie nicht die Polizei geholt? Ich habe gebetet, dass sie hier auftauchen, aber keiner hat mich gehört. Weshalb schleppt ihr den ganzen Müll hier an? Sie haben Tau gerettet. Ich habe niemanden gerettet. Sie sind ein Held für uns. Ich bin kein Held. Wir wollen grillen. Möchten Sie rüberkommen? Es gibt auch Bier. Von mir aus trinke ich eben mit fremden Leuten. Die Jungs, die neulich nachts hier waren. Was sind das für welche? Ist nur eine Gang. Und jetzt hör zu. Komm nie wieder, denn wenn ich nochmal aufkreuzen muss, wird's hässlich. Wie war das, jemanden umzubringen? Das willst du nicht wissen. Tao und Sue finden keinen Frieden in der Welt, solange diese Gang sich hier rumtreibt. Was werden sie tun, Ward? Was immer es sein mag, die haben keine Chance. Gran Torino im Original, auch Gran Torino, ist ab 12 Jahren freigegeben, geht 116 Minuten und ist ein Drama, was die Geschichte erzählt von Walt Kowalski, gespielt von Clint Eastwood. Er ist ziemlich alt, er hat vor kurzem erst seine Frau verloren, was ihn ziemlich zum Trauern zurücklässt. Er hat nur noch seinen Hund und mit seinen Söhnen und seiner ganzen Familie kann er nicht ganz viel anfangen, denn er ist immer noch vom alten Eisen, er denkt immer noch, alles sollte so sein wie in den 50er Jahren, damals, wo er im Krieg war und Asiaten getötet hat und Sandsäcke aufeinander gestapelt hat, wie er in dem Film auch sagt. Und das schockt ihn ziemlich, dass genau gegen nebenan bei ihm Asiaten einziehen. Nennen sie immer nur Schlitzauge, das ist jetzt ein Zitat, und findet das gar nicht toll, dass sie dort wohnen. Doch als die irgendwann terrorisiert werden von einer asiatischen Bande, versucht er ihnen zu helfen und freundet sich nach und nach immer weiter mit diesen asiatischen Menschen an, auch obwohl sie versuchen, sein Gran Torino, sein Auto zu klauen. Also einer von ihnen. Aber das will ich jetzt nicht zu spoilern, so viel spoilern, denn Gran Torino ist nichts anderes als ein absolutes Meisterwerk. Clint Eastwood hat hier etwas aus dem Hut gezaubert, was so selten vorkommt. Ein Film, der über 116 Minuten mit kaum Action oder sonst irgendwas wirklich in den Bann zieht. Mit der Freundschaft zwischen ihm und den Nachbarn und wie sie sich immer weiter anfreunden und wie er ihnen hilft. Das wird irgendwann zu einem Katz-und-Maus-Spiel gegen Ende, was wirklich an den Nerven zerrt und wirklich spannend ist. Es hat lustige Momente, es hat Momente, da will man wirklich fast weinen, vor allem gegen Ende, wo ich wirklich da saß und gedacht habe, okay, mir wären sogar fast Tränen runtergelaufen. Ich muss sagen, Gran Torino hat mich wirklich durch jede einzelne Emotion durchgescheucht, durch Hass für Charaktere, die in dem Film, für Liebe, die, wo ich empfinde, dass sie echt wundervolle Charaktere geworden sind und sie so sensationell gespielt worden. Vor allem Clint Eastwood, der es schafft, diesen alten, griesgrämigen Mann zu spielen, der einfach nur alles hasst, ist so bitterböse und so fantastisch gespielt, dass er locker den Oscar dafür verdient hätte. Ich weiß nicht, ob er ihn gekriegt hat, aber mich würde es nicht wundern, denn der Film ist
handwerklich sensationell gemacht. Gespielt ist der fantastisch, die Dialoge sind wirklich herzerreißend manchmal, manchmal total böse und einfach nur ehrlich. Und dem Film würde ich total alles abkaufen. Er ist realistisch, er ist nicht zu lang geworden und jeder einzelne Nebencharakter hat seinen festen Stand in diesem Film und ist wichtig, was wirklich, wirklich gut gemacht ist. Gran Torino ist nicht nur einfach ein Meisterwerk, sondern ein Film, der im Genre Drama einer der besten Filme ist und da bin ich echt überrascht gewesen, als ich den gesehen habe und muss ehrlich sagen, Gran Torino kriegt als Genrefilm 10 von 10 möglichen Punkten und genau dieselbe Wertung insgesamt. Habt ihr Gran Torino schon gesehen? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Ich bin damit erstmal raus. Ich bin absolut verblüfft von dem Film. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.